Oh, Kamera läuft schon. Okay, willkommen zurück. Wir spielen Amnesia endlich wieder. Das Game, was ich eigentlich ja schon lange gekauft habe und jetzt endlich mal fertig spielen will. Okay, wir sind da. Ich glaube auf dem Weg zur Bücherei oder so gewesen. Na, Schwachsinn, zum Labor. Und wenn wir irgendeine Flüssigkeit oder so finden und ihren vergessen der Welle, die Tür ist abgeschlossen. Kaputte Vitrine, Kiste! Ich weiß nicht mehr genau, was wir da gesucht haben, aber ich schätze mal, das Buch schaut verdächtig aus. Schleifspuren. Es muss eine Möglichkeit geben, hineinzukommen. Los! Gang auf die Seite, du Dreck! Oh, mehr kein Öl mehr. Und ich höre Geräusche. Und wir latschen durch die Dunkelheit. Nein! Nein! Oh, irgendwann liegt ein Schlüssel oder so. Okay. Das ist auf der hinteren Seite. Hallo? Lass mich bloß in Ruhe, ich schwör's euch. Ihr grusiger Viecher und anderes Zeug. Der Raum scheint da dahinter zum See, hinter der Wand. Okay, Möglichkeit finden, wie man dahinter kann. Da geht's nix. Da geht's auch nix. Irgendwie müssen wir Ostflügel. Westhalle. Aus dem Plan war ich auch nicht schlau. Wir sind. Da ist eine Treppe, da sind komische Räume und checkt den Lageplan nicht ganz. Überdimensionierte Spinnenwerber. Okay, das ist nur so ein Sims. Okay, keine Ahnung. Ein Gang auf der Tür. Keine Ahnung. Hey, wir sind noch von da gekommen. Wieso ist das zugeschüttet? Schul. Hilf mir. Okay, ich stelle mich gerade super dumm an. Eck. Keine Ahnung, was das jetzt wieder braucht hat, aber ich muss zuerst wieder Klinik können. Das Gameplay. Ah, Kakerlake. Okay. Okay. Buch. Weg damit. Noch mehr so schwule Plan, die kein Mensch brauchen kann, weil ich sehe nicht lesen kann. Okay, wir haben kein Öl mehr. Wir haben Öl. Es wäre Licht. Aber wir sparen es besser. Okay, das ist ein Zünder, dann könnt ihr das scheiß Ding mitnehmen, aber egal. Dann hätten wir. Hey, das wäre vielleicht mal ein Versuch wert. Was? Wieso kann ich denn einfach den Kerzenständer da mitnehmen? Dann hätte ich auch dauernd Licht, dann hätte ich nicht ausgehauen. Delineate imagines tabulatis, irgendwas. Ja, mein Französisch ist ein klein gerostet. Das war Latein. Weiß ich natürlich. Okay, was genau bringt es, wenn ich das Buch rausziehe? So, irgendwas bewegt sich doch jetzt. Irgendwas klickert. Irgendwas klickert, klickert, klickert. Aber was? Ich check's nicht! Hallo? Hä? Okay, bin gerade ziemlich aufgeschmissen. Machen wir mal Licht da.
Warum kann ich das denn anzünden? Mann! So viel zur Logik. Da geht's nix. Keine Ahnung, was das heißt. Mittelpreußen. Ich kenne mich doch nicht aus in Deutschland. Egal, ich zeige mir, wir versuchen jetzt einfach einmal das Regal irgendwie zum Verschieben. Festgreifen können wir es eigentlich nicht. Wir können es nur schieben, probieren. Vielleicht. Vielleicht liegt irgendwas drauf, aber ich sehe nicht drüber, weil ich bin zu klein. Okay, irgendwie muss man das scheiß Regal auf Zitter kriegen. Aber ich stelle mir natürlich wieder Sodom an. Da ist immer noch abgeschlossen. Da liegt da nirgends ein Schlüssel umeinander. Vielleicht sind da noch mehr so Bücher. Ah, das kann man rausziehen. Das kann man rausziehen. Und da drunter liegt da nirgends was. Irgendwas übersehe ich doch. Irgendwas übersehe ich doch. Da ist nochmal ein zweites Buch. Da sind sie ja noch mehr. Da ist nochmal sowas. Ich bin ein Genie. Das war ein Geniestreich. Hat doch lang genug gedauert. Hallo? Cool, da können wir es verstecken, wenn irgendein böses Viech kommt. Der Schlüssel! Warum ist die Tür jetzt auf? Bleib zu. Wow. Es wird wieder gruselig. Wilhelm und seine Dummköpfe. Die waren dumm. Und sie waren Köpfe. Warum war die Tür jetzt auf? Hier noch gerade erst der Schlüssel. Ah, nein, der Schlüssel war für den Weinkeller. Hallo? Okay, ich glaube, da geht's sus. Nix mehr. Das scheint uns nochmal als Bücherregal zum See. Okay, ich wollte mir jetzt eigentlich da drinnen verstecken. In dem Schrank. Aber es scheint, als wäre es gar nicht nötig. Und es ist schon wieder dunkel. Warum gibt es in dem Haus eigentlich nie Licht? Es gibt nur so altmodische Kerzen. Wir sind im 20. Jahrhundert, verdammt. Ist doch nicht viel verlangt, dass man irgendwo einen Lichtschalter anbaut, oder? Ich hasse die Atmosphäre. Hallo? Hallo? Der Raum kommt mir bekannt vor. Oh. Irgendwie hat es das Gefühl, wir waren da schon mal, kann das sein? Hallo? Hallo? Da war ich glaube auch schon mal hin, da ist das Buch aus dem Regal geflogen, wo ich dir noch gelaufen bin, gell? Ja, wenn man den anstößt. Okay. So, jetzt haben wir irgendwie den Weg wieder zurückfinden zum Wiekeller. Wo zur Hölle war der Wiekeller? Sie rührt sich nicht. Das wird sie öfter machen. Achso, da ist sie verschüttet, genau. Dann müssen wir da lange weg rundum rennen. So.
Und irgendwas juckt mir jetzt gleich ja. Was, da schon zu? Hä? Wow! What the fuck? Bro, das war nicht sehr nett. Das hat man jetzt. Licht an Schreck gejagt. Ihr hasst das Viech. Vor allem Sprinter in dem Spiel ist einfach viel zu langsam. Hallo? Katalogi. Okay, da geht es auch nichts. Amnesia for the win. Oh yeah. Eingangshalle. Kommen wir mal in die Eingangshalle. Die Wüstendünen waren die Wellen. Wie Wellen auf ruhiger See. Das sind ja, glaube ich, mal vorgelesen. Immer wenn die Karawane weiterzog, schien die Landschaft zu stehen im Lager. Jedoch bewegte sich nichts. Oh, na, 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 na. Wow! The fuck, man! Gehirn! Oder so. Was ist das für Zeug? Es ist eklig und ekelhaft. Und grusig. Oh, so, so. Fuck! Hör auf damit, verdammt! Ich krieg einen Herzinfarkt wegen dem Scheiß. Okay, erinnern wir an die Eingangshalle. Da ist es zum Wikialar gegangen. Verwende den Schlüssel. Was erwartet es wohl im Wiekeller? Es hier Licht. Achtung, wenn du im Dunkeln bist, wird dein geistiger Zustand allmählich verschlechtert. Ja, dann machen wir halt Licht. Hallo. 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 Hä? Oh Mann, ich hasse es, wenn sie das machen. Die Tür ist zu. So wie jede andere Tür in dem Scheißspiel. Falls ein Feind in der Nähe ist, lass dich nicht von ihm sehen. Versteck dich im Dunkeln. Lösch, wenn möglich, die Laterne. Das heißt, das ist gut wahrscheinlich ein Feind. Nochmal so ein komischer Bro. Hallo? Bleib ja weg von mir, ich schwöre das. Okay. Die Luft ist rein. Hehe, laden an. Hey, hör auf damit, das Zeug da runterwerfen. Mein geistiger Zustand verschlechtert sich gerade. Alles klar, alles klar, alles klar. Ja, eine kleine Verzögerung, wenn ich mich drehen will. Alles cool. Ich habe kein Licht mehr. Meine Laterne ist leider leer. Und ich kann sie nicht einschalten und allmählich schwindet mein geistiger Zustand. Überall eine, bloß nicht dort, wo eine soll. Und mir geht langsam der Keks. Okay. Es wäre langsam cool, wenn jetzt langsam wieder. Als Unterwüchse.
Na, eigentlich. Wow, ist das schrecklich. Wow. Das klingt nach Fußschritt. Okay, Steuerung langsam wieder normal. Geistiger Zustand, das kann man irgendwo nachlesen. Körperlicher Zustand, alles ist gut. Geistiger Zustand. Punkt, Punkt, Punkt. Na, dann bin ich ja froh, dass es nicht schlimmer ist. Es ist immer noch Licht verschwommen. Und ich weiß nicht, wo der Bro an ist und. Mensch, whatever the fuck that is. Ich schätze mal, das ist eine von deiner Chemikalien, die wir brauchen fürs Labor. Fällt noch zwei? Glaube ich. Ich habe kein Licht und ich habe. Habe ich noch Öl? Chemietopf. Irgendwas. Laterne aus. Okay, ich habe noch ein paar Zunderbüchse. Und wir suchen. Der Ausgang am besten. Okay, von da bin ich gekommen, glaube ich. Ah, das ist die andere Tür, da geht es wieder raus. Das ist die Tür, was vorher zugesperrt war, Mann. Okay. Da bin ich vorher hingegangen. Glaube ich. Dann gehen wir jetzt mal in die andere Richtung. Checking it. Fässer. Da kann ich mich, glaube ich, dahinter verstecken, wenn das Viech wieder kommt. Ich glaube zwar nicht dran. Hallo! Hallo! Oh yeah! Die Laterne ist vollständig angefüllt, Bitches! Oh, schon der Büchse. Kakerlaken, die auf meinen Bildschirm kabeln, the fuck? Okay, noch mehr zu Unterbüchsen, ein Haufen Folterwerkzeuge, ein kaputter Stuhl. Und Schrittgeräusche, irgendwo in weiter Ferne, hoffe ich. In hoffentlich, hoffentlich weiter Ferne. Ah! Oh! Voll auf die Nuss. So, jetzt wach ich auf und irgendein Viech juckt mir. Hallo? Ich möchte nicht wissen, was sich jetzt verändert hat, wenn ich zur Tür ausgegangen. Wie geil sich das Bild wieder anzoomt, sobald wieder Licht hast. So. Da sind die komischen Blutspritzer schon wieder. Ich weiß nicht, ob die vorher schon da waren, ich habe nicht drauf geachtet. Aber wir haben jetzt, glaube ich, zwei Chemikalien. Es ist kein Öl mehr im Fass. Es ist kein Öl mehr im Fass. Zum Schieben hat die linke Maustaste gedrückt, wenn du mit E, W, S, D und so bewegst. Ich verstehe. So, das heißt, wir packen den jetzt da unter und schieben den einmal weg. So, bist du da um Keeper Car? Oh yes! Also die Physics von dem Game sind schon cool gemacht. Stellenweise. So. Stoß. Heftiger Stoß. Okay, es funktioniert nicht. Man könnte noch stören. Wir haben gerade gesperrt. Verdammt. So, schiebt den Vetter da noch ein bisschen weg. Okay. Wenn wir den so schon zitter schieben. Du brauchst einen Sack, wo du auch nicht hörst. Okay, dann werfen wir so her, dann können wir, glaube ich, die untere Kante so rausziehen. Yes!
So. Ist ziemlich tricky, still gewesen. So. Hä? Ich hasse es, wenn es mal leuchtet. So, ich glaube, da drin war ich noch nicht, aber das. Okay, tot ist. Das macht mir gar keine Angst. Ich nehme so ein Fass mit. Und dann kann ich dir das sofort in die Fresse kicken. Hallo! Böses Monster! So, ein bisschen Munition mitnehmen. Für alle Fälle. Da muss ich fast gefasst sein. Ah, was happening? Mein Brustkorb, er fühlt sich an, als würde er platzen! Alexander, you piece of shit! Let us out of here. Lass mich raten, da ist leider auch wieder nichts Brauchbares drin. Zunderbüchse. Ich hätte gern was Brauchbares. Irgendwas Brauchbares. Mann, soll ich schon wieder halb leer. Hallo! Hallo! Ein Zettel. Und die dritte Zutat. Mein Name ist Wilhelm Hausgerich. Das sind ja schon mal gelesen. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Bla 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 bla. Ich glaube, das könnt ihr euch durchlesen, wenn das Video einfach mal pausierend. Okay. Gleich passiert wieder was! Königswasser. Okay, da ist niemand drin. Gut, jetzt hätte ich gemeint, ich kann gleich einen Spanner überfallen. Allerdings, ich glaube nicht, dass wir jetzt einfach so wieder rausgehen können, als ob nichts wäre. Machen wir mal das Licht aus. Ich höre nämlich schon wieder irgendwelche Schritte. So. Schieben wir unseren Arsch wieder zurück in die Bibliothek. Oder vor, wo wir gekommen sind. Richtung Eingangshalle. Gut. Ich würde sagen, an der Stelle machen wir wieder mal einen Cut. Huh, feuchter Moschus. So. Ja, ich denke, es ist eine gute Stelle, zum einen Cut machen. Weiter geht's in der nächsten Episode, wo wir uns wieder Richtung, wie heißt das da? Richtung Labor aber bewegen. Ich hoffe, ihr bleibt noch treu und schon das auch in ferner Zukunft. Je nachdem, wie lange das jetzt wieder braucht, um das aufzuladen. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge oder egal in welchem Video, das ihr als nächstes macht. Viel Spaß, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und ciao, ciao!